Herzlich willkommen zurück. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Abschlusspanel. Zeitenwende 2020, wie der Wandel gemeinsam gelingt. Das soll unser Thema sein. Die Eröffnungstagung des ÜWs vor 35 Jahren beschäftigte sich schon mit der Frage zu Wegen aus dem industriellen Wachstumsdilemma. Und diese zentrale Frage ist aus unserer Sicht weiterhin ungelöst. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo manche Umweltziele in Frage stellen und Konjunkturpakete und ein European Green Deal aufgelegt wird, um Wachstum anzukurbeln, statt einen Umbau zu unterstützen, sind Fragen nach einer sozial-ökologischen Transformation hochaktuell. Und die Tagung ist der Versuch, aus unserer Perspektive versorgerorientierte Postwachstumspositionen mit der Forschung zur internationalen Transformationsforschung zusammenzubringen. Und eine wichtige Erkenntnis ist natürlich, dass solche Transformationen strukturelle Veränderungsprozesse sind in der Art und Weise, wie wir wirtschaften, im Energiebereich, im Landwirtschaftsbereich, bei der Mobilitätswende. Und klar ist auch, wir wissen, solche Prozesse sind politisch schwierig. Es gibt viele Pfadabhängigkeiten, es gibt viele Bremser. Und auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele Menschen, die sich aktiv einbringen und diesen Wandel unterstützen. Und in welcher Art und Weise und das geschieht und wie daraus aus diesem Mosaik von Initiativen, von Engagement 2020 wirklich eine Zeitenwende darstellen kann, das wollen wir heute mit unserem Podium diskutieren, zu dem wir Menschen eingeladen haben, die sich in ganz unterschiedlicher Funktion für eine große Transformation einsetzen. Vielen Dank dafür, dass Sie alle unserer Einladung gefolgt sind. Vielen Dank, dass so viele von Ihnen noch am Bildschirm sitzen und das von zu Hause mitverfolgen und hoffentlich auch aktiv mitdiskutieren. Das heißt, wir haben heute Morgen und heute Nachmittag hier schon ganz viel über Konzepte und Strategien gesprochen, wie kann es so ein Wandel gelingen, und wollen heute nochmal zum Abschluss nochmal konkret Perspektiven verschiedener Akteure aufgreifen. Insofern bin ich sehr froh, dass wir drei sehr spannende Referentinnen gewinnen konnten, die uns ihre Perspektiven, ihre Erfahrungen, ihre Reflexionen zu den Erfahrungen schildern. Und zwar ganz zu meiner rechten Seite, für Sie auf der linken Seite, haben wir Barbara Pretorius. Sie ist Volkswirtin und Politikwissenschaftlerin, ist seit 2017 Professorin für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Energieökonomie und Politik an der HTW Berlin. Sie hat vorher bei Agora Energiewende gearbeitet, hat davor im Stabsbereich Grundsatz und Strategie beim Verband kommunaler Unternehmen gearbeitet, also bringt eine ganze Menge interessanter Erfahrungen aus ihrem beruflichen Leben mit. Davor hat sie als Senior Researcher und Projektleiter am DEW gearbeitet, in der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Heute haben wir sie eingeladen, insbesondere um über ihre Erfahrung als ehemalige Co-Vorsitzende der sogenannten Kohlekommission der Bundesregierung zu reflektieren. Herzlich willkommen, Barbara. Direkt auf meiner rechten Seite, links von Ihrer Perspektive aus gesehen, sitzt Miriam Rapior. Sie ist Bundessprecherin der Bundjugend, ist auch die Jugendvertretung im Bundesvorstand des BUND, Mitglied im Bundesvorstand der Bundjugend, war vorher Landesvorstand der Bundjugend Berlin, ist auch seit 2017 als Mitgründerin aktiv im Arbeitskreis Landwirtschaft und Ressourcen bei der Bundjugend. Und ihre thematischen Schwerpunkte liegen im Bereich Wirtschaft, Ressourcenverbrauch und Klimaschutz. Wir haben Sie heute eingeladen, um über Ihre Rolle, um die Rolle der Umweltverbände und der Umweltbewegung in der großen Transformation zu sprechen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und last but not least, Timo Kapphengst ist Mitglied im Sprecherinnenkreis des Ernährungsrates Berlin, Vorstand der Regionalwirt AG Berlin-Brandenburg. Ist Diplom-Landschaftsökologe, Berater für soziale Innovation, ein Thema, was heute schon sehr stark bei uns diskutiert wurde, war vorher 10 Jahre in der Nachhaltigkeitsforschung und Politikberatung bei Ecologic beschäftigt. Und Sie haben wir heute insbesondere eingeladen, um über Ihre Erfahrungen zu sprechen, eine Ernährungs- und Landwirtschaftswende von unten voranzubringen. Herzlich willkommen.
Noch ganz kurze Hinweise zum Ablauf. Die Panel-Diskussion soll so ablaufen, dass ich kurz eine Eingangsfrage jeweils stelle an jeden Referenten, jede Referentin. Vielleicht nochmal kurz eine Rückfrage stelle, nochmal nachhake. Soll ein relativ kurzer Eingangsstatement sein. Und dann wir direkt Fragen aus dem Publikum via den Chat einbringen. Das übernimmt gewohnt, wie gewohnt, meine Kollegin Lea Klimm. Vielen Dank dafür. Am Ende gibt es noch eine kurze Abschlussrunde. Für alle Teilnehmerinnen an den Bildschirmen, wenn Sie eine Frage im Chat stellen, kann es durchaus sein, dass meine Kollegin die mit ihrem Namen vorliest. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die Veranstaltung aufzeichnen und auch später im Internet verfügbar sein wird und bitten um Ihr Einverständnis dafür. Gut, jetzt haben wir, glaube ich, Housekeeping erledigt und können in die Diskussion einsteigen. Barbara, darf ich dich zuerst fragen? Uns geht es jetzt um eine rückblickende Bewertung dieser Erfahrung der Kohlekommission und darum, ob das aus deiner Sicht ein geeigneter Ansatz ist, um so eine große Transformation voranzubringen. Welchen Beitrag kann das leisten? The floor is yours. Sehr gerne. Ja, vielen Dank erstmal nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und denke, die Kommission ist eine spezielle Erfahrung. Es ist ein Ausschnitt aus dieser großen Transformation. Das muss man sich immer klar machen. Und wenn man sie rückwirkend betrachtet, sich auch überlegen, wo wir da eigentlich herkamen, als wir angefangen haben mit der Arbeit in der Kommission. Und das war letztlich eine Situation, in der die Fakten auf dem Tisch lagen. Die Bundesregierung hatte auch schon festgestellt und beschlossen sozusagen, dass man den Klimaschutz, die ambitionierten Klimaschutzziele nicht erreichen kann, ohne in irgendeiner Form früher mit der Kohleverstromung aufzuhören, als das von selbst passiert wäre. Ich denke, das ist eine wichtige Ausgangsbasis. Die zweite ist, die erneuerbaren Energien sind schon vorher günstig und günstiger geworden und haben immer größeren Anteil an der Erzeugung und haben also damit auch die Steinkohleverstromung wirtschaftlich, sage ich mal, an den Rand gebracht. Auch das eine wichtige Ausgangssituation. Und dann war noch der dritte Baustein, das ist die Braunkohleverstromung und die ist ja bekanntlich die sehr viel emissionsintensivere Form der Stromerzeugung, die intensivste, die man sich vorstellen kann, aber eben auch diejenige, die sich noch rentierte. Das heißt, es ging dabei insgesamt darum, sich anzuschauen, was sind Gewinner, was sind Verlierer und die sind zusammengerufen worden in der Kommission, um da zu schauen, wie kann man hier eine Lösung finden. Aber es gab eben letztlich schon einen Trend, der sich abzeichnete, ein Megatrend, der einfach da war. Und es ging weniger um die technische Machbarkeit an der Stelle, sondern es ging wirklich darum, wie bekommen wir es hin, diese Akteure, die in irgendeiner Form betroffen sind davon, die Region, die Braunkohle, die Arbeitsplätze, aber auch der Wirtschaftsstandort, die Wirtschaft, die dort sich vertreten ließ, durch verschiedene Verbände, wie man die sozusagen in das gemeinsame Boot reinbekommt, in dem sie nun eigentlich schon sitzen, wenn man es genau nimmt, und eine gemeinsame Vision entwickeln können. Die Narrative der einzelnen Akteure war natürlich ganz unterschiedlich, als wir da eingestiegen sind. Und auch die Argumente, die aufgefahren worden sind, waren sehr breit und vielfältig. Aber man konnte sich an vielen Punkten eben relativ gut einigen, weil man miteinander sprach. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende an der Stelle, dass man dieses Forum, diese Plattform geschaffen hat, um miteinander zu sprechen und die verschiedenen Narrative sozusagen zu einer gemeinsamen Geschichte flechten konnte und sich auch darüber einigen konnte, was man macht mit denjenigen, die was zu verlieren haben. Also die Kompensation spielt natürlich eine ganz entscheidende Rolle, um da so einen Abschluss möglich zu machen. Und die Empfehlungen, also mal abgesehen davon, was jetzt da umgesetzt worden ist, die Empfehlungen zeigen eben genau diesen Kompromiss, Charakter, den man vermutlich auch braucht, wenn man politisch vorankommen will. Einfach ein Stück weit der Sprung über den eigenen Schatten, ein Kompensieren von Verlierern. Und ich glaube, das ist in der Summe ist uns da ein gutes Paket gelungen in dieser Diskussion. Es war nicht einfach, aber es ist relativ schnell passiert, muss man auch immer sagen. 7 Monate haben wir verhandelt und daran erkennt man eigentlich auch, dass es an der Stelle, dass Lösungen auch so ein Stück weit nur noch verhandelt werden mussten im Detail, aber eigentlich schon sich eine sichtbare Lösung abzeichnete. Das ist in anderen Situationen, in anderen Feldern sicherlich schwieriger. Stichwort Verkehr beispielsweise. Da hatten wir vermutlich eher eine einfachere Baustelle, würde ich mal sagen.
einfacher, in gewisser Hinsicht auch viel kritisiert im Nachgang. Eine kurze Rückfrage. Du hast schon ein bisschen angedeutet, dass es in anderen Bereichen vielleicht andere und vielleicht schwerere Problemlagen gibt. Aber nochmal zurück aus der konkreten Erfahrung dieser Kohlekommission. Was glaubst du, kann man da für andere Bereiche lernen? Also zum Beispiel Stichwort Zukunftskommission Landwirtschaft, hinsichtlich auch solcher technischer Fragen wie Besetzung, Mandat, politische Umsetzung der Empfehlungen. Gibt es da was, was man ableiten kann aus dieser Erfahrung und was man besser machen könnte? Ja, du sprichst jetzt sehr, sehr viele Sachen an. Vielleicht kann man es erstmal ein bisschen nochmal reduzieren auf die Frage, wie gestaltet man Politik? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte mir auch für unseren Fall, für den Kohleausstieg eigentlich gewünscht, dass der Staat diese Optionen, die auf dem Tisch liegen, einfach selbstständig umsetzt und als repräsentative Demokratie das Ganze auch verantwortlich übernimmt, weil das schließlich auch eine Staatsverantwortung ist. Klimaschutz liegt da einfach ganz klar auf der staatlichen Seite. Und dann haben sie es delegiert an eine Kommission, weil die Konfliktlagen zu groß waren, vermutlich zu unüberschaubar, oder man sich auch nicht getraut hat, das selbstständig zu entscheiden, wenn man so will, und man gleichzeitig aber auch den Diskurs nutzen wollte, um eine breitere Basis zu haben für die Politik. Und das ist, glaube ich, hilfreich, diese Basis zu schaffen, indem man Foren schafft, in denen wirklich intensiv miteinander diskutiert wird. Die Alternative wäre ja gewesen, dass, ich sag mal, die Politik gleich einen Gesetzesvorschlag hingelegt hätte und dann hätte man, wären die einzelnen Interessenvertreter in verschiedenen Konstellationen vermutlich noch viel intransparenter, als uns das vorgeworfen ist, dabei gewesen, ihre Interessen durchzusetzen. Und so war es ein bisschen mehr sozusagen auch auf dem Podium. Wir saßen ja, obwohl wir in geschlossenen Sitzungen saßen, doch sehr auf dem Podium, und es ist viel auch öffentlich diskutiert worden, es ist auch der öffentliche Diskurs mit eingeflossen letztlich. Manchmal sind Dinge viel zu schnell draußen gewesen, schneller als wir das im Saal diskutieren konnten. Aber im Prinzip war es dadurch ein breiter Diskurs der Betroffenen. Das ist, glaube ich, wichtig, und das würde ich denken, ist für andere Kommissionen auch gut und wichtig. Und auch die politische, wie nennen wir so, halbwegs Unabhängigkeit. Wir hatten ja keine politischen Repräsentanten drin. Wir hatten Beobachter aus dem politischen Bereich, aber die echten Politiker sozusagen, denen haben wir eine Empfehlung nachher hingelegt, und dann war dann, naja, der Umsetzungsprozess, der dann nochmal doppelt so lange, jetzt mehr als doppelt so lange Zeit gebraucht hat. Das ist das Risiko an der Stelle, dass dann nicht umgesetzt wird, was vorgeschlagen worden ist. Genau, aber siehst du Lösungen für dieses Umsetzungsproblem? Ich glaube, dass da gibt es nicht die Lösung an der Stelle. Das ist tatsächlich, also was wäre die Lösung gewesen für das, was uns widerfahren ist? Die Kommissionsentscheidungen oder Empfehlungen sind ja nicht so umgesetzt worden, wie wir uns das auf der Umweltseite vorgestellt haben. Das haben wir auch schon öffentlich kritisiert. Die Lösung ist es, so umzusetzen, wie es empfohlen worden ist, aber und ansonsten zu protestieren. Und deswegen sind übrigens auch diese Demonstrationen, die wir heute jetzt wieder haben, so enorm wichtig. Ja, die Fridays for Future waren auch einer der, ich sag mal, ein bisschen der Game Changer, die auch dazu beigetragen haben, dass wir zu einer Lösung gekommen sind bei der Kommission und dann Empfehlungen abgeben konnten. So etwas ist dann wichtig, dass man da weiterhin den Diskurs auch fährt und nicht sagt, okay, gut, Thema abgehakt. Vielen Dank, das ist schon auch gleich eine prima Überleitung zu Miriam Rapio. Sie ist gerade direkt vom Klimastreik hierher gekommen. Die Frage an Sie ist, Sie engagieren sich beim Umweltverband. Was sehen Sie als die Rolle der Umweltverbände in dieser großen Transformation? Ja, wenn ich vom BUND spreche, von der BUND-Jugend, wir sind viele. Also den Umweltverband gibt es nicht, auch wenn wir uns das vielleicht an mancher Stelle wünschen würden. Was wir zum einen machen, ist, wie wir heute gesehen haben, mobilisieren. Menschen auf die Straße bringen, der Politik, der Wirtschaft, der Gesellschaft signalisieren, dass es Menschen gibt, die mit dem Status quo nicht zufrieden sind, die Veränderungen brauchen, wünschen und sich dafür stark machen. So, also eine wichtige Aufgabe von uns ist es zu mobilisieren, auch Leuten zu erklären, warum wir demonstrieren. Gut, heute sind wir Fahrrad gefahren und haben ein bisschen geklingelt. Ich glaube, die Autofahrer, das war nicht so ein guter Diskurs. Das ging dann eher übers Hupen und Klingeln. Aber auch da gilt es ja auch zu zeigen, wir sind nicht zufrieden mit dem Status quo.
Dann ist es auch für mich sehr wichtig gewesen, ich bin schon relativ früh, also mit 15, 16, in den Umweltschutz, in den Aktivismus eingestiegen. Die Möglichkeit, sich gemeinsam zu organisieren, zusammenzuschließen und dann klein anzufangen. Also ich habe angefangen mit Kleidertauschpartys. Also diese kleinen Initiativen zu unterstützen, zu fördern, auch bekannt zu machen, darauf aufmerksam zu machen, auch das sind wichtige Aufgaben von Umweltverbänden. Und wenn man sich organisiert, ist die Stimme auf einmal viel lauter. Und das sehe ich jetzt. Ich bin seit einigen Jahren beim BUND, bei der BUND-Jugend. Einem wird zugehört. Ich werde auf Podiumsdiskussionen eingeladen, darf den BUND vertreten, darf die Stimme der Umwelt gewissermaßen hörbar machen. Und in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten haben wir auch gemerkt, dass auch Politikerinnen viel mehr den Austausch suchen. Genau, also unsere Aufgaben sind vielfältig. Ich denke, dass es vor allem die Stärke darin liegt, dass wir so viele sind. Ja, vielen Dank. Der BUND war ja auch Teil der Kohlekommission. Sie selbst sind neu berufenes Mitglied der Zukunftskommission Landwirtschaft. Was bedeutet das eigentlich? Sie haben ja gerade die Rolle so ein bisschen beschrieben, als wir drücken unsere Unzufriedenheit aus und protestieren und Kampagnen mobilisieren, aber auch natürlich Lösungen anbieten, Stichwort Kleidertauschpartys. Aber was bedeutet das jetzt für Sie persönlich und auch generell für das Verständnis von Umweltverbänden, die ja quasi aus dieser angestammten Rolle in solchen Kommissionen auch ein bisschen rausrücken und in konkrete Interessensverhandlungen, Gestaltungsrollen kommen? Erstmal ist es unheimlich wichtig, dass wir gestalten. Wenn wir nur protestieren würden und nur auf der Straße stehen würden und dann zum Gespräch eingeladen werden, wir sagen, eigentlich haben wir gar keinen Bock mit euch zu diskutieren, dann kommen wir ja gar nicht weiter. Das heißt, auch das ist ein Fortschritt. Übrigens ist auch der BUND in der Zukunftskommission Landwirtschaft, ich bin ja von der BUND-Jugend. So, und das macht auch, glaube ich, den großen Unterschied jetzt bei dieser Kommission. Die Jugend ist mit am Tisch. Es sind leider nur 2 von 31 Mitgliedern, 2 Jugendvertreterinnen, aber immerhin. So, also die Jugendumweltbewegung ist in dieser Kommission vertreten. Das ist schon mal wichtig. Auch ich suche den Austausch. So, der einfach mal ins Gespräch kommen und zu schauen, wie weit kommt man damit. Ich persönlich weiß es nicht, ich habe noch keine Erfahrung mit Kommissionen sammeln können, bin aber gespannt, wie weit wir kommen. Und das ist ja auch der große Unterschied zur Kohlekommission. Das heißt ja nicht, wann steigen wir aus der Landwirtschaft aus, das wollen wir ja nicht, sondern die Frage ist, wie möchtet ihr, liebe 31 Akteure, wie möchtet ihr die Zukunft der Landwirtschaft gestalten? Und das ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Ich bin sehr gespannt darauf, sagen wir es mal so. Vielen Dank. Timo Kapphengst, Sie setzen sich in ganz unterschiedlichen Funktionen für eine Ernährungs- und Landwirtschaftswende quasi von unten ein. Die Frage an Sie ist, was kann man auf diesem Weg erreichen und wo sind vielleicht auch die Grenzen dieses Bottom-up-Ansatzes, wenn man das so nennen möchte? Ja, das ist natürlich eine große Frage. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freue ich mich sehr. Also erstmal kann man sagen, dass das Ernährungssystem und wenn man dort aktiv ist, erstmal sehr dankbar ist. Es ist ein Feld, in dem man oft sehr gutes Essen bekommt. Wenn man gerne selbst isst, ist das wirklich ein großer Vorteil. Aber es ist auch ein System oder es ist ein Thema, was den Menschen sehr nahe ist. Essen tun wir jeden Tag, wir entscheiden uns jeden Tag neu, was wir essen. Und man kann am Ernährungssystem, glaube ich, sehr gut auch erkennen und kommunizieren und deutlich machen, was falsch läuft. Das zeigen ja nicht nur die vielen Skandale, die jetzt sogar auch im Rahmen der Corona-Krise nochmal deutlich geworden sind, also Stichwort Tönnies mal so als ein Beispiel. Daran erkennt man sehr viele Probleme, die ja hier auch heute diskutiert worden sind. Und man kann sie sehr gut sehen. Das heißt, in der Kommunikation ist es definitiv ein Vorteil. Ich würde das mal trennen wollen, um diese Frage zu beantworten, zwischen dem, was im politischen System möglich ist und was, sagen wir mal, auf struktureller Ebene möglich ist und wo da so die Grenzen liegen. Im Politischen ist das, was ich gerade als Stärke bezeichnet habe oder als Vorteil, auch ein Nachteil. Denn Ernährung betrifft
eigentlich sehr, sehr viel ist. Also, oder sagen wir mal, sehr, sehr viele Ressorts, wenn man das jetzt politisch benennen möchte, müssen sich darum kümmern, um etwas zu ändern. Gleichzeitig gibt es eigentlich kein eigenes Ernährungsressort. Also es gibt zwar auf Bundesebene das Landwirtschaftsministerium, was sich auch um Ernährung kümmert, aber Ernährung betrifft einfach mal sehr, sehr viele Felder. Es geht nicht dabei nur um Landwirtschaft, es geht dabei um Wirtschaftsentwicklung, um Regionalentwicklung, es geht um Bildung, es geht um Integration, es geht um sehr, sehr viele Themen, die damit zusammenhängen, und eigentlich müssen alle miteinander sehr viel reden, um am Ernährungssystem was zu ändern. Das ist eine Herausforderung, und das macht die politische Arbeit sehr schwierig, weil man eigentlich gleichzeitig mit sehr, sehr vielen Leuten reden muss. Und wenn man dann ein Ernährungsrat zum Beispiel ist, mit sehr begrenzten Ressourcen und überwiegend ehrenamtlich arbeitet, dann ist das sehr, sehr, sehr schwierig und sehr anstrengend. Was hilft auf politischer Ebene, ist auf jeden Fall, wenn es ein Mandat gibt. Im Ernährungsrat von Berlin war ein großer Vorteil bei unserer Gründung 2016, dass der Berliner Senat eine Ernährungsstrategie für das Land Berlin in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Im Übrigen hat das die Brandenburger Regierung auch gemacht, wo genau gerade ein ähnlicher Prozess anläuft. Das ist ziemlich entscheidend, weil die Politik sich sozusagen also auch gezwungen wird, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Auch wenn man sagen muss, dass sie an einigen Stellen dann erstmal sehr überfordert sind. Aber da ergeben sich dann Allianzen mit der Zivilgesellschaft, wo man durchaus auch beratend und inputgebend tätig werden kann. Kann, und auch dann Forderungen stellen kann, die erstmal auf fruchtbaren Boden fallen zunächst. Und dann ist die Frage eben, was umsetzbar ist. Und an der, da wird das dann schwierig, auch aufgrund dieser Sache, die ich beschrieben habe, mit den verschiedenen Ressorts, die da alle so ihre eigenen Interessen haben und sich überhaupt erstmal bewegen müssen. Das war das Politische. Das Strukturelle ist was anderes. Als Regionalwirt AG bauen wir ja, sagen wir mal, andere alternative Strukturen zum Mainstream, sagen wir mal, Ernährungssystem auf. Das ist viel regionaler fokussiert, das bildet neue Kooperationen, nämlich zwischen Verbraucherinnen und Verbrauchern und Erzeugerinnen und Erzeugern, Lebensmittelverarbeitern. Das heißt, die Verbraucherinnen sind in der Funktion, eine Landwirtschaft, eine Ernährungswirtschaft zu finanzieren mit ihrem eigenen Geld in Form von Aktien, die sie gerne haben möchten. Also es gibt einen viel direkteren Austausch zwischen diesen mittlerweile im Ernährungssystem ja total entfremdeten Gruppen. Und da haben wir gute Möglichkeiten. Wir können gut kommunizieren, wir können ein tragfähigeres System aufbauen, wir können Kooperationen zwischen Betrieben entlang der Wertschöpfungskette herstellen, die zum Teil immer noch sehr stark in diesem Konkurrenz-Niedrigpreis-Feld unterwegs sind. Das können wir ein Stück weit aufheben, und wir können kommunizieren, dass zum Beispiel gerade bei den Preisen eben höhere Preise zu einem gewissen Grad notwendig sind, dass die Akteure, wo wir das Gefühl haben, dass sie eine gute Landwirtschaft machen, dass die auch überleben können. Und da hat man gute Möglichkeiten. Aber, und jetzt noch ein Wort erstmal zu den Grenzen. Trotzdem findet auch das, was wir mit der Regionalwirt AG und mit unseren Betrieben machen, in einem von Konkurrenz und Wettbewerb und mit sehr schlechten Subventionen betriebenem landwirtschaftlichen System statt. Das heißt, wir machen das nicht wegen der Politik, sondern trotz der Politik versuchen wir eigentlich ein anderes ökonomisches Modell aufzubauen. Und das ist wieder der Blick in die Politik. Wenn die Rahmenbedingungen, ich sage es jetzt mal bewusst allgemein, weil man natürlich jetzt ganz, ganz viele nennen müsste, Rahmenbedingungen sich verändern würden, dann würde uns auch unsere Arbeit sehr viel leichter fallen. Das ist ganz klar. Dann würden vielleicht Start-ups besser in die Wettbewerbsfähigkeit kommen. Dann würden zum Beispiel ökologische und soziale Leistungen, die bei uns ja eine viel größere Rolle spielen als, sagen wir mal, im normalen Ernährungssystem, viel besser honoriert, auch bezahlt. Und es würde den Betrieben besser gehen, was wiederum dann der Regionalwirt AG auch zugute käme. Also das sind so die Grenzen, mit denen wir da zu tun haben. Und wo wir deswegen auch immer dabei sind, auch uns an die Politik zu richten und zu sagen, wir brauchen andere Rahmenbedingungen, damit die Strukturen, die wir hier aufbauen und die vielleicht für eine Ernährungswende und Agrarwende stehen, tatsächlich auch resilient, stabil sind und vielleicht, wenn eben irgendwann auch eine wirkliche Umfokussierung stattfindet, richtig tragfähig sind. Ja, vielen Dank.
Das Thema alternative Wirtschaftsweisen und Strukturen schaffen, wie kann man die unterstützen, klang ja immer wieder an heute im ganzen Tag. Und Sie haben es selber auch gesagt, politische Rahmenbedingungen sind natürlich extrem wichtig. Insofern würde ich meine Rückfrage an Sie nochmal auf die politische Ebene, die Sie anfangs ansprachen, zurückführen und sagen, Sie haben das ja als kleinteilig und schwierig beschrieben. Die Rückfrage wäre, welche politischen Allianzen können Ihnen da weiterhelfen und gibt es potenzielle Partner für Ihre politische Agenda? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, gerade im Ernährungssystem sind ja ganz viele unterwegs und arbeiten jeden Tag da drin und durchaus eben auch mit den Idealen, die jetzt, sagen wir mal, nachhaltigkeitsorientierte Menschen teilen. Und da kann man jetzt eine ganze Menge verschiedener Akteure benennen. Also das Ziel der Ernährungsräte in Deutschland ist es ja gerade, den vielen Akteuren, die im Ernährungssystem arbeiten, eine politische Stimme zu geben. Das heißt, diese Netzwerkbildung ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Und dazu gehören unheimlich unterschiedliche Akteure wie, eben, sagen wir mal, was man jetzt ökonomische Akteure nennen würde, also Betriebe, die in den Wertschöpfungsketten arbeiten, an den unterschiedlichen Stellen, die zusammenzuführen, mit denen gemeinsam auch zu gucken, was sind tragfähige Strukturen, wie kann es gehen, das sind ganz, ganz wichtige Allianzen. Da passiert ganz viel isoliert, immer noch. Also ich war selbst auch überrascht, bin ja noch gar nicht so ewig dabei, aber wie wenig Austausch und Kommunikation tatsächlich zum Beispiel zwischen Landwirtschaft und dem Lebensmittelhandwerk und dann dem Handel passiert. Also dass man da eben, es gibt gute Modelle, die auch vorher schon da waren, aber da ist ein Bedarf da, sich an einen Tisch zu setzen und eine Wertschöpfungskette gemeinsam anzugucken und zu sagen, wie kommen wir da gut zueinander. So. Im Politischen ist es dann so, dass eben diese Zusammenarbeit mit den Ressorts total wichtig ist. Also wir müssen, wenn wir über Ernährung sprechen, hatte ich ja schon angedeutet, braucht es eigentlich eine ressortübergreifende institutionelle Verankerung dieses Themas. Also es braucht eine Plattform oder auch vielleicht sogar eine Kommission unter Umständen, also das ist die Frage, wie das dann auf der jeweiligen politischen Ebene am besten anzusiedeln ist, aber es braucht tatsächlich eine gute Verständigung, welches Ressort was dazu beitragen kann. Was kann das Wirtschaftsressort in der Förderung machen? Zum Beispiel, auch auf einer entsprechenden regionaleren Ebene. Was muss die Bildung machen? Wie muss sie ihre Lehrpläne umstricken, damit Bildung, damit Ernährung dort wieder eine große Rolle spielt? Was muss das Umweltressort machen, um vielleicht die externen ökologischen Kosten eines Ernährungssystems gut sichtbar zu machen und zu berechnen? Was muss die Landwirtschaftsressort machen, um die Subventionen zu verändern, um bestimmte Akteure im Ernährungssystem besser zu fördern, Subventionen umzusteuern, neue Förderprogramme aufzulegen. Was muss die regionale Planung machen, um bestimmte Gebiete, es hat ja was sehr Flächiges und was sehr Räumliches, für eine bestimmte Nutzung von Landwirtschaft auch sicherzustellen. Und diese Allianzen sind leider total notwendig. Also es geht gar nicht ohne, wenn man im Ernährungssystem was ändern muss. Und ich glaube, das ist in der Politik so noch nicht so gut angekommen. Aber ich muss natürlich auch die Zivilgesellschaft erwähnen, also sozusagen BUND und andere. Wir haben SAT-Demos zum Beispiel, die einmal im Jahr stattfinden hier im Rahmen der Grünen Woche, sind natürlich genau auch das, was dann wiederum die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, die dann durchaus auch mal ja, also ihr Unwohlsein damit äußern können, wie das Ernährungssystem läuft. Und diese Konstanz dieser Demos und die auch zunehmende Anzahl der Menschen, die daran teilnehmen, zeigt, dass es eben ein Dauerthema ist und nicht einfach mal zwischendurch mal so aufflammt. Und das sind alles Dinge, die im Prinzip systemisch dann auch gemeinsam betrachtet werden müssen. Vielen Dank. Das Thema Klimastreik klang ja schon an, immer wieder den ganzen Tag und auch jetzt hier auf dieser Runde schon ein paar Mal. Und auch das Thema, wie sind eigentlich junge Menschen repräsentiert in solchen Kommissionen und dass das bei Ihnen jetzt teilweise der Fall ist. Wir haben uns noch was ein bisschen Spezielles überlegt für diese Podiumsdiskussion. Wir bringen jetzt quasi eine vierte Teilnehmerin hier mit ins Boot und zwar virtuell. Wir haben drei studentische Mitarbeiterinnen, Anna Niesing, Melissa Ilo und Annika Bode, die heute Morgen beim Klimastreik unterwegs waren und dort Stimmen junger Menschen, Aktivistinnen eingesammelt haben und zusammengeschnitten haben in der Zwischenzeit
Und diese Stimmen wollen wir uns jetzt kurz anhören. Das ist also heute aus Berlin vom Klimastreik. Und danach, nur dass Sie schon Bescheid wissen, würde ich gerne auch ein paar von diesen Stimmen und Forderungen von Ihnen, von euch kommentieren lassen, dass wir uns mit diesen auch auseinandersetzen. Wir sind heute hier, damit die Politik endlich den Job erfüllt, sich an das Pariser Abkommen hält und unsere Generation und auch noch die Generation nach uns einen lebenswerten Planeten haben. Weil sich endlich alle politischen Richtungen zusammentun müssen, um dieses eine riesige Problem, den Klimawandel, zu bekämpfen, mit dem wir alle konfrontiert sind. Ich stehe heute hier für meine Zukunft ein und ein Schritt Richtung Verbesserung wäre auf jeden Fall, sein Konsumverhalten zu überdenken. Ich bin hier, um für Klimagerechtigkeit zu streiken, weil ich finde, dass jetzt gerade, wo das Thema mit Mori aufgekommen ist, sehr wichtig ist. Es gibt immer mehr geflüchtete Menschen, die durch die Klimakrise fliehen und es gibt keine Klimagerechtigkeit ohne Geflüchtetengerechtigkeit. Worüber würde ich singen, wenn es niemanden mehr interessiert? Wenn die Nachrichten alles verdrängen, vom Algorithmus regiert? Überall mehr aus Plastik, das so groß ist wie die Schweiz. Oder darüber, dass so viele Brüder in ihrem eigenen Ei erfrieren? Ich bin heute hier, weil ich es unglaublich wichtig finde, dass wir jetzt gerade in dieser Pandemiezeit zeigen, dass die Klimakrise vor der Corona-Pandemie keinen Halt macht und dass die PolitikerInnen sich immer noch dafür einsetzen müssen, dass das Klima geschützt wird und dass das Thema nicht unter den Tisch fällt. Und wir wollen auch unsere Kinder für die zukünftigen Generationen jetzt schon kämpfen, auch im Leben. Und ich will später einfach Kinder haben und ein genauso gutes Leben führen wie meine Eltern und die Generation davor. Ich will einen System Change. Ich will, dass der Kapitalismus sich in ein herzerwärmendes Miteinander verwandelt und dass alte soziale Strukturen aufgebrochen werden und Menschlichkeit das Oberste über dem BIP steht, dass eine Nation sich nicht über ein BIP definiert. Genau. Ja, viele unterschiedliche Stimmen, die wir hier eingefangen haben, von Pariser Abkommen einhalten zu Konsumverhalten, Kritik des Konsumverhaltens, Generationengerechtigkeit, Wohlstandsindikatorik, viele Themen, die wir heute auch schon diskutiert haben. Insofern würde ich Sie, euch bitten, einfach mal zu assoziieren, was euch einfällt, auch zu den Forderungen dieser Menschen. Wir fangen, Miriam, gerne. Ja, erstmal möchte ich sagen, da waren noch viel mehr Leute da. Das war, es war jetzt wahrscheinlich sehr... Es war ganz am Anfang, natürlich, damit wir noch Zeit zum Schneiden haben. Das genau. Muss ich dazu sagen. Natürlich, ich wollte es nur sagen, ich war selber überrascht, wie viele Menschen am Ende dann doch dort waren. Also wirklich die gesamte Straße des 17. Junis lang. Das fand ich schon mal total stark, dass so viele Leute da sind. Die Forderungen sind ja auch alle nicht neu. Und ich finde, das ist ja auch das Erstaunliche. Ich habe auf einer Zubringer-Demo auch sprechen dürfen. Und ich habe auch überlegt, was sage ich da? Und ich wollte eigentlich mal das seit dem letzten großen Klimastreik alles aufrollen. Und habe überlegt, was so passiert ist. Klar, viele Monate sind durch Corona irgendwie geprägt worden. Aber die Forderungen sind nicht neu. Und das ist... Oh, geht das Mikrofon? Naja. Und das ist auch eigentlich das Erstaunliche, dass die Parteien nicht gesagt haben, ja stimmt, da ist ein wichtiges Thema und jetzt ändern wir mal unsere Pläne und wir bringen das Thema Klimaschutz ein und beantworten auf unterschiedliche Arten und Weisen, wie wir die Klimakrise lösen. Nein, immer noch schaffen es Parteien, die systemischen Fragen zu ignorieren. Und das, finde ich, ist ein Skandal. Auch durch die Corona-Krise haben wir gesehen, dass schnell agiert werden kann, dass wir unheimlich viel oder dass der Staat unheimlich viel Macht hat, in die Wirtschaft eingreifen kann und es auch tut durch Subventionen. Und das fand ich als junger Mensch auch sehr beachtlich zu sehen. Ne? Der Staat investiert in nicht zukunftsfähige Wirtschaft, ohne Klima, ohne Umweltforderungen im gleichen Moment zu stellen. Ja, und wer darf dann die Schulden abbezahlen? Ja, auch wieder unsere Generation, die ja ohnehin schon viel mehr Lasten zu tragen hat. Also auch da... könnte man große Skandalschilder immer wieder hochheben.
Und das machen die jungen Menschen, bestätigen das. Und wie alt waren die Menschen, die da interviewt worden sind? Jung. Ich frage mich manchmal, wieso dauert das denn so lange? Warum sind wir immer noch an dem Punkt? Warum haben wir immer noch die gleichen Forderungen wie vor einem Jahr? Naja, wenn ich da vielleicht reingehen kann, so schnell verändert sich das eben nicht. Und ich finde es umgekehrt unglaublich wichtig und gut, dass das nicht aufhört, sozusagen. Also man darf ja nicht vergessen, als die Fridays for Future anfingen, da war ja durchaus auch die Erwartung, dass so ein paar, ich sage es jetzt mal nochmal in dieser anfänglichen, despektierlichen Form, wie das da gemacht worden ist, dass da so ein paar Schulschwänzer sind und das wird schon wieder aufhören oder sowas. Und ich glaube, dass genau das ist eben überhaupt nicht der Fall. Wir haben ja auch eine ernsthafte Krise, die einfach auch in Bewusstsein gerückt ist, unter anderem auch aufgrund dieser nicht aufhörenden Demonstrationen, aber natürlich vor allem auch, weil die Fakten immer spürbarer und sichtbarer geworden sind. Und ich bin auch skeptisch, dass es alles schnell genug geht mit der Veränderung. Aber ich muss sagen, ich war jetzt einigermaßen positiv beeindruckt davon, dass diese anfänglichen Gegenstimmen in der Corona-Anfangszeit, dass die doch auch wieder verebbt sind. Es gab nämlich anfangs sehr laute Stimmen, die sagten, jetzt haben wir hier eine Wirtschaftskrise, jetzt müssen wir mit dem Klimaschutz erstmal warten. Und das ist einigermaßen wieder weg, nicht ganz, muss ich sagen. Also ich bin da auch, würde mir da auch noch mehr wünschen. Also, und es ist auch unter den Ökonomen, sage ich jetzt mal, ich bin ja Ökonomin, dieses Thema aufgebracht worden. Wenn wir raus wollen aus der Krise, dann ist das jetzt auch der Weg, der muss dann einer sein, der in Richtung grüne, klimaschützende Innovationen geht und Investitionen geht und da so ein bisschen den Strukturwandel voranbringen. Und es darf nicht unkonditioniert alles getan werden, um das Wirtschaftswachstum in alter Form voranzubringen, sondern da muss man auch neu denken. Und es gibt den Green Deal, der sicherlich auch noch seine Umsetzung erstmal richtig erleben muss in aller Breite und vor allem auch Tiefe. Aber da sind die Signale doch jetzt erstmal auch in eine gar nicht so schlechte Richtung. Man kann immer sagen, das kommt alles zu langsam und zu spät, aber ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das komplett nach hinten gerade losgeht, sozusagen, diese Diskussion. Ich bin aber nach wie vor froh, dass das auch, und dafür braucht es eben auch weiterhin die Stimme der Jugend. Ich bin ein bisschen traurig, da waren so wenig Ältere, die gefragt worden sind. Die haben ja, es gibt ja auch viele Scientists for Future, Parents for Future, die waren bestimmt auch alle da. Und insofern ist sozusagen die Jugend nicht alleine, aber es ist eben ein ganz wichtiger Treiber. Und natürlich muss man auch sagen, auch Wähler, es ist eben die künftige Wählergeneration. Und das findet dann auch auf so einer Ebene auch stärker Gehör. Vielen Dank. Timo. Ja, ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen. Was hat Corona eigentlich so ein bisschen gezeigt? Das wurde jetzt auch von euch schon angesprochen. Und was ist jetzt vielleicht tatsächlich anders? Und was für Diskussionen entstehen daraus? Also gerade, wenn ich es mal aus der Sicht der Ernährung, wird ja sehr oft gesagt, naja, die Verbraucher kaufen halt nur billig. Ja? So, und dann kann es ja nichts werden mit mehr Bio, mehr Nachhaltigkeit und so weiter und so fort. Und sehr schnell wird immer die Verantwortung dann auf den Verbraucher, die Verbraucherin abgeschoben. Das halte ich für total, absolut fatal, ist einfach ein bestimmtes System sozusagen, was durchaus politisch vorangetrieben worden ist, dazu gekommen ist, dass wir dieses Billig-Nahrungssystem sozusagen haben mit allen problematischen Verwerfungen, die da dranhängen. Also das heißt, dem einzelnen Verbraucher jetzt so viel Verantwortung zuzuschieben, ist sich auch wieder aus dem Staub machen aus politischer Sicht. Und die Politik, finde ich, hat jetzt eigentlich keine Argumente mehr. Nach Corona, das ist ja angesprochen worden, sieht man, wozu der Staat in der Lage ist, wenn er denn will, in diesem Falle muss man sagen, wenn er muss. Also er ist sozusagen mit einer Situation konfrontiert gewesen, wo er extrem Handlungsfähigkeit beweisen musste, innerhalb kürzester Zeit. Und das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Klimakrise, aber auf eine gewisse Art und Weise dann vielleicht ja doch. Also gerade diese Dringlichkeit, die immer wieder auch angemahnt wird und einfach nicht einsickert, jetzt wirklich die Weichen zu stellen, sind durchaus wieder vergleichbar, ja, mit Corona, wenn man so will. Und das ist, glaube ich, das, was sich verändert hat. Also ich hoffe es zumindest,
dass die Politik erkannt hat, dass sie, oder sagen wir mal, eben nicht mehr argumentieren kann, wir können es so schwierig, wir können da eigentlich gar nichts machen, es ist so komplex, es gibt so viel Widerstände und so weiter und so fort, sondern dass man sagt, nein, es ist jetzt die Zeit, wirklich Maßnahmen zu ergreifen, die eben auch so einen Transformationsprozess wirklich beschleunigen. Dass das lange dauert, würde ich auf jeden Fall auch bestätigen, von heute auf morgens Transformation nicht zu machen. Aber jetzt eben die wichtigen Stellschrauben wirklich zu ziehen und zu verändern, das sollte das eigentlich auch gezeigt haben. Und noch ein Punkt, den ich wichtig finde, ist internationale Gerechtigkeit, was hier so angesprochen worden ist, Klimagerechtigkeit. Also wir sind hier nicht in einer Blase, das ist übrigens im Ernährungssystem genauso, wie wenn man über Klimawandel spricht. Wir haben hier einfach auch eine Verantwortung, so wie wir uns ernähren, so wie wir leben, so wie wir unseren Wohlstand vorantreiben und auf welchen Kosten wir das machen. Und das ist auch etwas, wo Corona einiges, glaube ich, gezeigt hat, also auch eine Solidarität über die Grenzen hinweg, wo klar ist, wir sitzen da irgendwo auch in einem Boot und ich würde mir sehr wünschen und hoffen, dass die Politik auch daraus erkennt, das ist ein gemeinsames Vorgehen gegen eine andere Krise irgendwo als die Pandemie, aber eben eine sehr bedeutsame Krise und dass das eben angekommen ist. Ich musste aber leider also bei einem Punkt widersprechen. Es gab die Corona-Krise und da ist ja nichts passiert. Wie hat die Politik oder diese Regierung Geld investiert? Naja, in einfach sehr rückwärtsgewandt. Und da muss ich sagen, ist eine Riesenchance vergangen. Die Wirtschaft wurde nicht auf Null gefahren, aber ziemlich runtergefahren. Und diese Chance hätte man ergreifen können, um den politischen Willen zum Umwelt-, zum Klimaschutz zu manifestieren. Das ist so absolut nicht passiert und allein das ist sehr, sehr schade, ist eine vergangene Chance. Und diesen Moment werden wir nicht nochmal bekommen, denke ich. Aber genau das ist der Punkt. Ne? Also diese Enttäuschung teile ich total. Ich habe auch mir sehr gehofft, dass jetzt sozusagen der Gestaltungsspielraum genutzt wird, auch eben viel mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu agieren und Zahlungen, Unterstützung ganz anders irgendwie aufzubauen, eben an Umweltauflagen zu koppeln und so weiter. Das ist tatsächlich nicht erfolgt, finde ich auch total enttäuschend. Aber ich würde nicht sagen, dass eben jetzt keine Chance mehr ist, sondern der Gestaltungsspielraum wurde zwar nicht genutzt, aber es wurde deutlich, dass es den grundsätzlich gibt. Also man kann da jetzt auch sozusagen nochmal drauf ansetzen und mit einer anderen politischen Mentalität wirklich Veränderungen herbeiführen. Das ist, glaube ich, hoffentlich so ein bisschen hängen geblieben. Aber die Enttäuschung teile ich natürlich auch, ja. Also ich muss immer noch widersprechen, weil ich glaube, das, was wir rausgezogen haben oder was ich so der politischen Sprache entnehme, ist, jetzt mal alles andere auf Eis legen. Hauptsache, die Profite der Konzerne sind gesichert. Die müssen wieder angekurbelt werden. Und so sehe ich auch, wie unsere Politik sich momentan verhält. Also auch da brauchen wir ein Umdenken. Ein bisschen vorsichtig. Also man muss, glaube ich, auch bei dieser ganzen Krise jetzt ein bisschen unterscheiden zu dem, was kurzfristig gemacht worden ist oder gemacht worden ist oder gemacht wird, einen wirtschaftlichen Zusammenbruch, was auch gesellschaftlich problematisch wäre, abzuschwächen oder sowas. Da wird auch noch einiges kommen im Übrigen. Das sind ja jetzt erst, was das Ökonomische betrifft, erleben wir erst den Anfang. Da wird noch einiges an wirtschaftlichem Sinkflug sozusagen zu beobachten sein. Und dann gibt es die zweite Phase, das ist die, in der dann wieder investiert werden muss in irgendeiner Form. Und ich glaube, da sind wir noch nicht am Ende des Lateins, auch nicht was die Konditionierung oder die Bedingungen sind oder auch die Frage nach Bedingungen, die Forderung nach Bedingungen, dass das dann eher nachhaltiger sein sollte, dass es eben beim Flugverkehr um andere Treibstoffe geht oder um eine Senkung, um einen Ausbau der Bahnlinien und ich weiß nicht, was das überlappt sich ja auch mit anderen Diskussionen, die wir haben im Übrigen. Ich werde jetzt nicht komplett pessimistisch, ich stimme aber zu, dass es durchaus noch Aktivitätsbedarf gibt an der Stelle und dass man diese Forderungen, glaube ich, auch weiterhin hochhalten muss. Ja. Es hat sich schon eine sehr spannende Debatte jetzt hier zwischen uns entwickelt. Es gibt eigentlich ganz viele Punkte, an denen ich direkt nachsetzen wollen würde. Aber die Menschen, die draußen dabei sitzen von dem Bildschirm, warten jetzt schon eine ganze Weile und wir wollen jetzt sehr gerne auch ein paar Fragen aus dem Chat hier ins Podium reinwerfen. Das wird meine Kollegin Lea Klim übernehmen. Vielen Dank.
Ja, im Chat gibt es rege Kommentare, allerdings erst zwei Fragen. Deshalb an dieser Stelle nochmal die Einladung. Wenn ihr konkrete Fragen an die Panelisten habt, dann stellt die gerne. Die beiden Fragen, die es schon gibt, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die erste kommt von Janil, wird an alle gestellt und ist: Welches ist der wichtigste Beitrag der Wissenschaft für eure jeweilige Arbeit gewesen oder gerade aktuell? Und die zweite Frage kommt von Eberhard Seifert, die richtet sich speziell an Timo Kapphengst. Er sagt: Die Regierung fördert aktiv den Aufbau der Bioökonomie. Ist das Konzept der Bioökonomie hilfreich für eine nachhaltige Landwirtschaft oder ist es vielleicht eine falsche Fährte? Wir reagieren auch gerne auf kritische Kommentare. Ich kann euch noch ein paar Kommentare vorlesen, wenn ihr gerne wollt. Gerne. Alles klar. Gut. Dann haben wir hier einmal einen Kommentar von Carla Schulte-Fischtig. Sie sagt: Wie kommen wir schnell und konkret zu fairen, wahren Preisen, unter anderem für Lebensmittel, inklusive sozialer Ausgleichsmaßnahmen und damit zu mitweltschützenden Preisanreizen? Also wie kommen wir zu richtigen Preisanreizen? Sorry, schwierig zu lesen hier. Das ist tatsächlich auch nochmal eine Frage. Dann haben wir noch einen Kommentar von Matthias Kranke. Auch das bezieht sich auf Preissignale. Er sagt: Zudem sind die Preissignale auch so, dass sich auch die Mehrheit der Menschen kaum faire, ökologische, nachhaltige Produkte in der Breite kaufen kann. Die Preisunterschiede sind teilweise massiv. Und als letztes Kommentar, was es hier im Chat gibt, erzähle ich noch euch, was Maike Gossen geschrieben hat. Auch das richtet sich an Timo Kapphengst. Sie sagt: Guter Punkt mit der ressortübergreifenden Zusammenarbeit für die Durchsetzbarkeit von politischen Agenten. Ein Beispiel: Das nationale Programm für nachhaltigen Konsum wird von 4 Ministerien getragen. Es darf aber nicht bei der Signalwirkung bleiben. Die Umsetzung benötigt Ressourcen und ernsthaften politischen Willen. Ja, vielen Dank. Das mit den Warenpreisen richtete sich jetzt, glaube ich, viel auch in Richtung Bioprodukte. Vielleicht ergänze ich das einfach auch noch ein bisschen, um die Energiewende nochmal mit ins Spiel zu bringen und damit auch Barbara. Nämlich eine Alternative wäre ja gewesen, zu so einer Kommission und so einem Ausstieg zu verhandeln, einfach einen Floorpreis beim EU-ETS einzurichten. Das haben andere Länder getan, Großbritannien ist ein Beispiel dafür. Und dann hat sich das mit der Kohle sehr, sehr schnell erledigt. Also sind Preissignale nicht viel schneller, wenn es geht ja auch um die Geschwindigkeit dieser Transformation. Alle haben gesagt, es dauert sehr lange. Wir haben darüber heute Morgen auch schon lange diskutiert, weil es natürlich auch politische Strategien gibt, um sowas zu beschleunigen. Und das wäre eine Alternative gewesen für eine Kommission. Ansonsten würde ich erst, glaube ich, an Timo übergeben, dann Miriam, und Barbara hat noch einen Moment Zeit dann. Ja, ich habe jetzt zwei Fragen notiert. Die eine ist der Beitrag der Wissenschaft für unsere Arbeit. Das würde ich mal gerade ein bisschen enger fassen als jetzt wieder so ganz breit. Also was wir im Zuge der Ernährungsräte erlebt haben, ist ein unglaubliches Engagement von jungen Leuten, Masterarbeiten zu diesem Thema zu machen. Und das hat uns wirklich sehr geholfen. Also wir wurden zugegebenermaßen manchmal auch mit viel Zeitaufwand interviewt. Es wurden viele Interviews geführt mit den Sprecherinnenkreis. Aber das hat durchaus die Agenda vorangebracht und der Bewegung der Ernährungsräte in Deutschland auch eine Struktur gegeben. Also die Inputs, die daraus tatsächlich entstanden sind, auch bei Kongressen, bei Zusammenkünften, die dann eben den Gesamtblick auch auf diese Bedeutung der Ernährungsräte für die Ernährungswende in der politischen Repräsentation dabei, in den unterschiedlichen Agenten, die die durchaus haben, in den unterschiedlichen Genesen, in den unterschiedlichen Entstehungsgeschichten, das hat für sehr viel Transparenz auch bei den einzelnen Ernährungsräten gesorgt. Also wir hatten dadurch einen besseren Überblick und es wurde in der Wissenschaft stärker verankert und ich würde denken, dass eben daraus nochmal spannende Forschungsfragen abgeleitet wurden, die jetzt eher, die jetzt noch relativ jung, die Bewegung, auch bearbeitet werden können. Also mal ein Beispiel, wo wir immer noch sehr, sehr wenig Transparenz haben, spreche jetzt vor allem von Berlin-Brandenburg hier auch in der Region, ist,
Wie sind denn die regionalen Wertschöpfungsketten eigentlich gestaltet? Wer ist dort wie aktiv? Also wie viel Nahrungsmittel kommen überhaupt eigentlich nach Berlin bisher? Wie sind da die Wege und wie könnte man das besser und größer organisieren? Also das ist etwas, wo wir angewiesen sind auf Wissenschaft, dass da konzeptionell vorgedacht wird und wir dann wissen, wo wir ansetzen müssen als Praktikant, sag ich mal. Soll ich gleich mit der Bioökonomie weitermachen? Also Bioökonomie, da werde ich immer wieder mit konfrontiert, aber auch auf, sagen wir mal, unterschiedlicher Perspektive. Ich habe damals beim Ecologic Institute vor vielen Jahren an dem Thema sehr intensiv gearbeitet. Wir sind jetzt tatsächlich als Regionalwert AG in einer Broschüre drin, die von den Kollegen des ATBs erstellt worden, unter anderem, ach nee, EUW ist auch dabei, wo die Regionalwert AG als gutes Beispiel für die Bioökonomie aufgeführt ist. Ehrlich gesagt war ich da am Anfang erstmal überrascht, weil ich hatte die Bioökonomie als ein sehr kapitalgetriebenes, auf Wachstum orientiertes und mit ja durchaus problematischen Nebenwirkungen agierendes Feld gesehen, damals noch. Und das war es, glaube ich, am Anfang auch. Also am Anfang ging es vor allem darum, eben die, sagen wir mal, Non-Food-Bereiche vor allem voranzubringen, nämlich die nachwachsenden Rohstoffe, die Biokraftstoffe waren das damals vor allem. Und dabei so Flächenkonkurrenzen, ja, so mitzudenken, aber nicht wirklich ernst zu nehmen. Das war damals so meine Wahrnehmung. Und vor allem, was die Landressourcen angeht, also die Begrenztheit der Landressourcen und die entsprechenden Konkurrenzen, Verhältnisse, die durch Kapital eben in eine ganz bestimmte Richtung gedrängt wurden. Nun nehme ich das anders wahr, nun nehme ich das sehr integrativer da, wo eben der Food-Bereich in der Bioökonomie eben nicht als, ja, das müssen wir auch noch machen, sondern als elementarer Bestandteil gesehen wird und das Feld ist sehr breit geworden, es soll mehr Partizipation stattfinden. Also vielleicht kann man sagen, die Bioökonomie hat da auch so ein, oder die konzeptionelle Aufhängung des Ganzen, einen Lerneffekt erlebt, da freue ich mich drüber und zu mehr traue ich mich jetzt nicht zu sagen, wo das Ganze hingeht, wenn man das Ganze eben auch der, sagen wir mal, nachwachsende Rohstoffenbereich gemeinsam mit dem Food-Bereich den entsprechenden Flächenansprüchen behandelt und anschaut und regional sehr genau analysiert, dann spricht für mich jetzt erstmal nichts gegen diesen Term Bioökonomie. Aber das ist eine absolut wichtige Voraussetzung, da alles mit einzubeziehen. Das hatte ich vorher nicht so den Eindruck. Ich möchte die Frage der Rolle der Wissenschaft aufgreifen. Wir als junge Menschen, ich meine von Fridays for Future, aber auch wir im Verein, wir können häufig das Was beantworten. Wir wollen Umweltschutz, Naturschutz, Klimaschutz, wirtschaften innerhalb der planetaren Grenzen. So, und die nächste Frage der Journalisten oder auch der Politik, der Wirtschaft ist dann immer, ja und wie? Und da verweisen wir dann immer auf die Wissenschaft. Wie? Keine Ahnung, sind noch zu jung, noch nicht gebildet genug. Bitte wendet euch an die Wissenschaft. Und ich weiß noch, letztes Jahr, als die Wissenschaft aufgestanden ist, ich glaube, es waren Zehntausende, 26.000 Schreiberinnen, die gesagt haben, was Fridays for Future, was junge Klimaaktivistinnen sagen, ist komplett richtig. Hier unsere wissenschaftliche, wir belegen das Ganze wissenschaftlich. Das war ein großer Moment, das war ein wichtiger Moment. Deswegen die Rolle der Wissenschaft, auch im BUND übrigens, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, an den wir uns ständig eigentlich wenden. Die Rolle der Wissenschaft ist unheimlich groß. Das, wenn ich das aufgreifen darf direkt, ist natürlich letztlich auch meine Haltung dazu. Und jetzt die Publikation oder den Wissenschaftsstrang hervorzuheben, der jetzt irgendwie da besonders hilfreich gewesen wäre oder so etwas, ich glaube, das ist gar nicht so sehr der Punkt. Das kam jetzt bei der Frage so ein bisschen ja aus dem Publikum, aber insgesamt ist einfach die Rolle von Wissenschaft, Fakten zu schaffen aber natürlich auch Abwägungsfragen. Es gibt ja nicht nur Fakten sozusagen, sondern es gibt eben auch das Abwägen, das an mancher Stelle erforderlich ist. Gerade bei gesellschaftspolitischen Prozessen muss man auch abwägen können und man muss eben dann auch Vorschläge entwickeln und Szenarienentwicklung und Angebote machen an die Politik, Entscheidungen zu treffen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, eine ganz wichtige Rolle an der Stelle. Aber eben auch genau an den Stellen, wo es einfach Fakten gibt, naturwissenschaftliche Fakten im Klimabereich, bin ich natürlich sehr, sehr froh über das umfangreiche Wissen, was da existiert und auch mittlerweile ja breit und gut kommuniziert wird, bis hin zu den sämtlichen Wetterberichten, wo immer wieder auch auf klimawissenschaftliche Grundlagen verwiesen wird. Das finde ich super. Aber vielleicht noch zu der anderen Frage.
Stichwort Preise, Rolle von Preisen in der Energiewende oder überhaupt in der Biowende. Es ist natürlich, kommt auch immer sehr darauf an, was für einen Bereich man da redet. Und wenn man einen sehr, sehr stark international strukturierten Bereich wie die Ernährung hat, dann ist das sicherlich noch mal komplexer, weil man sich dann wehren muss gegen Billigimporte oder so etwas. Ich glaube, das ist noch, hat noch mal eine eigene Komplexität. Dieses Thema Importe hat man immer, auch beim Energiebereich, aber ja, natürlich hat man in Europa eben diesen Emissionshandel und könnte über einen Mindestpreis im Emissionshandel auch klarere Signale senden, als das jetzt sozusagen in einem fluiden Markt ist, wo die Preise mal hoch sind, mal runtergehen. Im Moment sind sie eher stabil. Das zeigt ein bisschen, dass der Emissionshandel, der ja lange Schwierigkeiten hatte, Wirksamkeit zu entfalten, jetzt soweit vielleicht funktioniert, dass das, dass der Wirkung entfaltet. Und ja, dadurch könnte oder wird die, werden die fossilen Energieträger auch tendenziell aus dem System gedrängt. Aber ich denke trotz allem, dass eine, also bevor man, also dass dieser Mindestpreis, den wir übrigens als kleine Gruppe in der Kommission dann auch als so ein Minderheitenvotum noch eingefügt haben, als, als Anspruch und Anforderung, und der jetzt übrigens auch von, ja, politisch auch sozusagen auf dem Weg ist, würde ich mal jetzt behaupten zumindest, ob er ausreicht, weiß ich nicht. Der war damals noch nicht so weit, das war noch nicht opportun sozusagen. Und das macht auch nochmal deutlich, wie schwierig diese Situation ist und dann, also wie schwer es ist, Preise so zu setzen, dass sie wirklich wirksam sind und verlässlich auch den Preis, die Signale an den Markt senden. Deswegen ist so eine Ausstiegsstruktur, wie wir es vorgeschlagen haben, dann letztlich, glaube ich, doch noch sozusagen sicherer an der Stelle. Trotzdem würde ich immer sagen, Preise sind absolut relevant, weil sie eben umweltschonendes Verhalten dann auch belohnen. Preisaufschläge meine ich jetzt, CO2-Preisaufschläge sind relevant, weil sie umweltschonendes, klimaschonendes Verhalten dann belohnen. Ich lasse es jetzt mal hier, ich könnte da noch einen langen Vortrag drüber halten. Aber, genau. Ja. Timo, eine ganz schnelle Reaktion und dann werden wir nochmal zurück ans Publikum. Ja, ich versuche es kurz zu machen. Also auch zum Stichwort Preise wollte ich noch sagen, ich glaube, die Wissenschaft ist auch, hat eine wichtige Rolle in Preistransparenz. Also was sind eigentlich die wahren Preise von Produkten? Also Stichwort Internalisierung von externen Effekten. Aber was ist zum Beispiel auch an Aufwand dahinter, sozial-ökologische Leistungen zu erbringen? Also in der Landwirtschaft beschäftigt sich ja Christian Hiss, der Begründer mit der Regionalwert-Idee, schon lange damit und hat jetzt eben ist auch relativ weit damit, ein System zu haben, wo man wirklich sichtbar macht, was für Aufwand da reingeht, also Zusatzaufwand, der eben nicht bezahlt wird und der sich im Preis nicht widerspiegelt für Bodenfruchtbarkeitsaufbau zum Beispiel, für Ausbildung in der Landwirtschaft etc. Und das sichtbar zu machen, ist einfach sehr aufwendig. Da braucht man viele Daten, da braucht man viele Modelle auch, die das berechnen und das, dafür brauchen wir die Wissenschaft. Ja, und die hat da schon zugearbeitet, aber da ist auch noch sehr, sehr viel Arbeit, glaube ich, nötig. Vielen Dank. Lea. Ja, wir schauen nochmal in den Chat rein. Da gibt es einmal eine kleine Diskussion darüber, wie groß sind die Gestaltungsspielräume, die wir haben, eigentlich wirklich. Kommt es nicht eigentlich darauf an, was absehbar möglich ist und mehr ist dann auch nicht drin? Auf der anderen Seite argumentiert hier Carla Schulte-Fischedick, die sagt, mit Hilfe von gelosten, also ausgelosten Bürgerräten sind aber in manchen Ländern, zum Beispiel in Irland, Fragen für die Gesellschaft zufriedenstellend gelöst worden. Könnte das zum Beispiel eine Möglichkeit sein, um mit solchen Fragen umzugehen? Dann haben wir eine Frage von Jesko Hirschfeld an Barbara Pretarius. Sie sagt, er sagt, was ist von den aktuellen Vorschlägen von Peter Altmaier zu halten und was fehlt dabei oder müsste vielleicht noch draufgesetzt werden? Also die Frage an, wie sieht es eigentlich aus mit den aktuellen Vorschlägen, die diskutiert werden? Außerdem habe ich hier noch einen Kommentar von Helen Schaab. Sie sagt, Kommissionen sind eine wichtige Möglichkeit, gesellschaftliche Aushandlungen von staatlicher Seite zu organisieren. Wie Barbara Pretarius gesagt hat, gab es bei der Kohlekommission aber sehr besondere Rahmenbedingungen, denn die Lage war klar, wir müssen raus aus der Kohle. Wie müssten dann die Verständigungsprozesse aussehen, wenn die Problemlage wesentlich komplexer sind, also wie zum Beispiel bei der Mobilitätswende? Geht das in Kommissionen und wenn ja, welche Rahmenbedingungen brauchen wir dafür? Vielen Dank.
Nochmal sehr spannende Anregung aus dem Publikum. Barbara, es gab einige Fragen an dich. Ja. Würde dann aber auch gerne nochmal an Miriam übergeben und dass sie auch nochmal die Altmaier-Vorschläge kommentieren. Die Altmaier-Vorschläge weisen im Prinzip in eine ähnliche Richtung wie das, was wir auf europäischer Ebene haben und wie das, was ich eingangs gesagt habe, dass es sozusagen immer klarer wird, eigentlich gehen wir in Richtung einer, ich sag mal, ein bisschen grüneren und klimafreundlicheren Welt und wir müssen, wir haben eine ganz klare Klimakrise vor allem vor der Brust, da muss was passieren und was Altmaier letztlich meines Erachtens andeutet, ist, dass man das so drehen kann, dass es daraus eine Chance wird für den Wirtschaftsstandort und dass man dafür alles tun muss. So ein bisschen in die Richtung geht das ja. Was da konkret daraus letztlich gemacht wird, das muss man mal abwarten. Aber ich glaube, es ist auch wieder eigentlich so ein Signal, was er sieht, Signaling eigentlich, dass er sagt, das muss die Richtung sein. Und natürlich ist es jetzt auch, kann man auch nochmal diskutieren, wie weit sich das von einem politischen Hintergrund in einem Jahr haben wir Wahlen auch einsortieren lässt, welche Konstellationen damit dann vielleicht auch bereitet werden oder so etwas. Aber ich würde diese Signale nicht unterschätzen. So diese Vereinbarkeitsgeschichte von Klimaschutz und wirtschaftlicher Entwicklung rückt jetzt immer stärker auch in die politische Rhetorik rein. Das ist erstmal Rhetorik vor allem, aber es ist eben auch sowas, was Leitplanken zeigt. Das zeigt irgendwo dann auch den Akteuren in der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft, dass das irgendwie was ist, wo es hingeht. So, ich glaube, das ist einfach wichtig an der Stelle. Im Detail kann man da sicherlich nochmal vortrefflich drüber diskutieren, über diese Vorschläge. Ja, was war die zweite Frage? Die Frage nach der Kommission, der speziellen Situation, so. Und wenn die Ausgangslage sehr viel komplexer ist, Mobilitätswende, Stichwort. Ja, Mobilitätskommission ist ja dann, hat ja auch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellte. Also ich muss ja auch immer dazu sagen, die Kohlekommission war eine von, wie viel waren es, über 20, 16 oder 20 Kommissionen, die ja irgendwie in der jetzt noch laufenden Legislaturperiode irgendwie die Politik unterstützen sollten und nicht alle haben so gut geklappt. Aber ich meine, man muss im Gespräch bleiben, sage ich mal. Also ich glaube, dass es auch da so ist, es gibt ja verschiedene Foren. Es gibt auch diese nationale Plattform Elektromobilität, die sicherlich erste Impulse gesetzt hat und die auch so diesen Forencharakter hat, dass man sich trifft, dass man eben diese, es sind komplexe Probleme, mit denen wir zu tun haben. Ja, es sind dann auch, das kam ja vorhin auch schon, auch von dir, es gibt viele Ministerien, viele Akteure, die irgendwie aus verschiedensten Interessenlagen integriert werden müssen und es gibt nicht immer einfache Lösungen, aber letztlich muss man über so eine Art von Foren und Gesprächsforen wahrscheinlich immer wieder auch das voranbringen und das und nach Lösungen suchen, sonst passiert gar nichts. Bisschen lapidar formuliert, aber ich glaube, ehrlich gesagt, mehr kann man dazu nicht sagen. Ich möchte die Frage der Kommission aufgreifen. Also ich kann nur zustimmen. Ich glaube, die Verkehrskommission, die ist zu mir auch total vorbeigegangen. Die hat auch niemanden richtig interessiert. Vom BUND hatten wir auch jemanden dabei. Die haben sich aber auch gar nicht so häufig getroffen. Und was ist bei rausgekommen? Naja, wenn man einen Blick auf die aktuelle Mobilitätspolitik wirft, sieht man, dass es anscheinend nicht so ein guter Prozess war. Ich kann jetzt nur die Landwirtschaftskommission kommentieren. Eigentlich ist es ja eine Riesenfarce. Also was da momentan, stehen ein Jahr vor den Wahlen. Wir haben keinen Einfluss mehr auf die gemeinsame Agrarpolitik der EU. Die Bauern, die Proteste von Landschaft, Verbindung liegen jetzt auch schon fast ein Jahr zurück oder ein Jahr irgendwie so. Das heißt, da ging so viel Zeit, irgendwie die Zeit ist verstrichen und nichts ist richtig passiert. Das heißt, ich frage mich schon, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt diese Kommission ins Leben berufen wurde. Ja. Geht es da wirklich nur darum, dass wir eine Zukunftsvision für die Landwirtschaft erarbeiten oder ist es auch ein politisches Techtelmechtel? So, ne? Die Landwirtschaftsministerin kann immer auf die Zukunftskommission verweisen, kann sagen, ja, die kümmern sich um alle ökologischen Probleme. Ne? Liebe Umweltverbände, hört mal auf zu protestieren. Ihr diskutiert doch schon. Also, so, und was davon am Ende umgesetzt wird, ich meine, der Zeitplan geht bis Juni 2021. Da passiert doch in dieser Legislaturperiode nichts mehr. Also, ja, ich schaue mir das Ganze oder wir schauen uns das Ganze an, aber so richtig viel Hoffnung in diese Kommission, auch nach der Kohlekommission, ich weiß nicht, ob
Sie da von einem Erfolg sprechen würden. Ich bin da ein bisschen kritischer. Ob die Kommission so die Antwort für die Frage der Transformation ist, das weiß ich nicht. Glaube ich eher nicht. Timo. Ja, ich kann gar nicht mehr so viel dazu beitragen, außer das, was du gesagt hast, nochmal sehr zu bekräftigen. Bei der Landwirtschaft bin ich auch wirklich erstaunt, wie man jetzt eine Kommission einsetzen kann, genau nach den Zeiträumen, die jetzt dargestellt wurden und wie groß der Handlungsbedarf ist. Und ich würde sogar noch weitergehen zu sagen, es ist auch die Möglichkeit langsam da, trotz sich widersprechender Interessen in der Landwirtschaft wirklich was zu verändern. Auch der Bauernverband, der ja immer so gerne dann als Gegner von großen Veränderungen dargestellt wird, hat, glaube ich, auch in Teilen schon begriffen, dass bestimmte Systeme jetzt in der Landwirtschaft so nicht mehr weitertragen. Also wir nehmen das in anderen Gesprächskreisen, die wir eine Zeit lang zum Beispiel zum Thema Zugang zu Land geführt haben, nochmal in anderen Kontexten war, dass in der Problemwahrnehmung durchaus eine sehr, sehr große Übereinstimmung in vermeintlich widerstreitenden Akteuren mittlerweile da vorhanden ist. Und das scheint im Ministerium nicht angekommen zu sein oder beziehungsweise daran wird sich gar nicht orientiert, sondern es wird jetzt gesagt, wir müssen nochmal wieder eine Kommission und nochmal wieder reden. Also da muss ich sagen, ist meine Geduld auch vollkommen am Ende. Also es liegt auf der Hand, was in der Landwirtschaft, glaube ich, jetzt passieren muss. Und da muss man nicht noch eine Kommission einsetzen. Ja, vielen Dank für ein klares Statement. Die Zeit rennt uns so langsam davon. Und ich komme damit auch schon zur Schlussrunde. Die Idee dieses Panels war ja so ein bisschen, eure unterschiedlichen Erfahrungen zusammenzubringen. Ihr habt euch alle in unterschiedliche Weise eingesetzt für so eine große Transformation. Und was hat sich für euch bei dieser Diskussion jetzt herauskristallisiert im Sinne von, wie wirken diese verschiedenen Akteure und auch Strategien gemeinsam in Richtung große Transformation? Und auch, was können wir dafür tun, dass das Jahr 2020 wirklich auch die Zeitenwende wird, auf die wir hier alle hoffen? Wir fangen in umgekehrter Reihenfolge an. Können wir gerne machen. Also, ich habe mich auch schon gefragt, wie es zu der großen Transformation kommen wird und habe immer auf so ein großes Rad gehofft, dass sich irgendwann drehen wird. Und es gibt ja auch so eine Bewegung, die heißt, bei 2020 we will rise up. So, ich glaube an dieses ein Jahr und alle stehen auf und die große Revolution wird kommen, daran glaube ich nicht. Deswegen glaube ich, dass wir diese verschiedenen Rädchen, die es gibt, nutzen müssen, dass wir diese Rädchen vielleicht vergrößern müssen. Es gibt immer mehr Graswurzelbewegungen, es gibt immer mehr Proteste und dass im Zusammenspiel dieser verschiedenen Räder dann am Ende eine Transformation der Wirtschaft gelingt. Ja, ich bin auch zögerlich zu sagen, jetzt wird die große Wende kommen. Das sehe ich so auch nicht. Ich habe mein Verständnis von Transformation ist auch, dass es lange Zeiträume umfasst und dass es viele, viele Rädchen an vielen Ecken und Enden braucht, dass es dann, dass sich tatsächlich was verändert. Das hat ja Johann Schott heute Morgen auch ganz gut dargestellt. Im Prinzip ist Transformation so nicht gestaltbar, also nicht von einem Player oder sowas. Aber ich glaube, also das ist auch die Rolle, die, wo jetzt ich mich persönlich sehe in diesem Aufbau der oder Weiterentwicklung der Regionalwirt AG. Ich glaube, es ist neben Wissenschaft, neben Protest, Zivilgesellschaft, was jetzt extrem wichtig ist, genauso wichtig, dass sich immer mehr Menschen Gedanken machen, wie eigentlich eine Welt aussehen könnte, die eben anders funktioniert, als wie es im Moment so der Fall ist, und danach Strukturen aufbauen. Also danach tatsächlich auch Dinge erproben, also andere Wirtschaftsmodelle erproben, mehr Kooperation einzugehen, weniger Wettbewerb, einfach mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt, sehr viel stärker miteinander zusammenzuarbeiten, sich auf Augenhöhe zu begegnen und, also ich will im Ernährungssystem jetzt, um das ein bisschen klarer zu machen, also alles das, was zum Beispiel SolarWies, solidarische Landwirtschaften machen, ist ja ein anderes Modell, wie Lebensmittel erzeugt und an den Konsumentinnen, an die Konsumenten gebracht werden und wo gemeinsam zum Beispiel Risiko ganz anders, also verteilt wird, wo gemeinsam Risiko aufgenommen wird, eben nicht das nur auf den Erzeuger abzuwälzen. Also das sind so Dinge im Wirtschaftlichen jetzt, wo ich glaube, dass wir da
immer weiter entwickeln, voranbringen, auch optimieren müssen. Weil wenn tatsächlich, und darauf warten wir ja auch alle, wirklich von der politischen Seite nennenswerte Veränderungen herbeigeführt werden, das braucht es ja ganz bestimmt, dann müssen diese Strukturen da sein und arbeiten können. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Rolle, die ja, viele einnehmen sollten, dafür zu sorgen. Ja, wir brauchen die Transformation. Die steht sozusagen zwingend bevor, weil wir hier einfach gerade in einer Situation sind, in der wir an den planetaren Grenzen ziemlich kratzen und schaben. Und die Lösung dafür ist sicherlich nicht der große Wurf. Das wird nicht im Jahre 2020 passieren, sondern das braucht eben längeren Zeitraum. Es braucht aber vor allem viele gute Ideen. Und ich glaube, das ist die Aufgabe, dass man den Optionsraum gestaltet, dass man die Optionen für diese Transformation entwickelt. Und da bin ich ganz bei euch. Das sind viele, viele dezentrale Ideen, die man da braucht und auch Initiativen, um dann eben einfach gucken zu können, was davon funktioniert und wie es zusammenfügt. Und vielleicht noch als abschließenden Satz, ich sehe ein bisschen eine Chance darin, dass wir uns in dem ganzen politischen System gerade in einem leichten Wandel bewegen, wegbewegen von der rein individualistischen, neoliberalen, auf die eigene Optimierung konzentrierten Wirtschaftsmodus, dass wir uns da ein bisschen von wegbewegen und da eben auch solche neuen gemeinschaftlichen Ideen auch irgendwo wieder entstehen und auch eine Sehnsucht danach besteht, das so zu machen. Und ich glaube, dass da viel Potenzial drin ist, verbunden mit einer stärkeren Initiative des Staates, der sich ja auch stark zurückgezogen hat in dieser ganzen neoliberalen Revolution, nenne ich es mal fast, und jetzt eben auch wieder mehr Aktion ergreift. Und daran sehe ich eine große Chance. Vielen Dank. Für mich hat sich jetzt am Ende eigentlich ein sehr schönes Bild ergeben mit den vielen kleinen Rädchen, die ineinander greifen und gemeinsam den Wandel voranbringen. Der Trick ist nur, wir müssen diese Räder etwas schneller drehen. Es ist andererseits, Herr Schott hat es heute Morgen gesagt, und diese ganze Literatur zur Nachhaltigkeitstransformation spricht ja von diesen Prozessen in sehr langen Zeitraum, 30 bis 50 Jahre. Andererseits ist es ja auch so, dass viele dieser Initiativen, die Alternativen erarbeiten, ob es jetzt die Agrarwende ist oder ob es erneuerbare Energien sind, ja inzwischen so alt wie das ÜW ist. Also die gibt es ja in vielen Fällen seit 30 Jahren und die Frage ist ja, wie kommen wir jetzt hin in diese nächste Phase der Transformation, wo es nicht mehr darum geht, einzelne Nischen, Alternativen zu testen, sondern eben in den Mainstream zu bringen, zu verbreiten, zu vertiefen. Und aus meiner Perspektive habe ich hier aus unserer spannenden Diskussion da vier Punkte mitgenommen. Das eine ist, dass Wissenschaft wichtig ist und viel relevantes Wissen auch für Akteure in Zusammenarbeit mit Akteuren produzieren soll. Aber dass Wissenschaft auch politisch aktiv sein muss, sich in den politischen Diskurs einzubringen, einzutreten für unsere Werte, für unsere Erkenntnisse und auch die Strategien, die wir in vielen Fällen gemeinsam mit Akteuren erarbeiten. Viele von den Statements haben auch bestätigt, dass Proteste auf der Straße ganz wichtig sind. Deswegen, weil sie Druck ausüben. Barbara hat gesagt, das half den Verhandlungen in der Kohlekommission. Timo hat auch gesagt, Wandel im Ernährungssystem, wir haben es satte Demonstrationen und so weiter. Das hilft, das zeigt Leuten, es gibt Alternativen und es gibt auch politischen Druck, in diese Richtung zu gehen. Der dritte Punkt aus meiner Sicht ist ein Thema, was wir heute ja viel diskutiert haben, wo es um Verhältnis von Staat, Markt und Zivilgesellschaft ging. Und ich glaube, wir haben jetzt in dem Panel ganz gut gehört, dass Corona gezeigt hat, dass der Staat auch sehr stark sein kann, wenn er es denn möchte. Und das ist dann mein vierter Punkt, dass auch die Politik natürlich mutig sein muss und es jetzt wirklich keine Ausreden mehr geben kann. Damit möchte ich mich bedanken bei unserem tollen Panel, unseren Diskussionen. Ich denke, wir haben ganz spannende Fragen, ganz unterschiedliche Fragen andiskutiert zumindest. Und auch vielen Dank an alle zu Hause, die engagiert mitdiskutiert haben, im Chat Fragen gestellt haben, kommentiert haben. Vielen Dank auch dafür.